Die Einheitsvektorenschreibweise macht ja schon vieles wesentlich übersichtlicher. Aber da Wissenschaftler und vor allem Physiker und Mathematiker natürlich, ich nenne es mal bequeme Wesen sind, war ihnen die Schreibweise mit dem EX und dem EY und EZ, und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt ziemlich viele Dimensionen hast, musst du da ziemlich viele Buchstaben noch für hinschreiben, denen war das natürlich ein bisschen zu lang. Also haben sie sich noch eine andere Möglichkeit ausgedacht, wie man das vielleicht auch noch schreiben kann. Ich zeige dir die Variante jetzt mal. Ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass dein Lehrer das auch gut heißt. Das sehen manche Menschen halt ein bisschen anders. Also vor allem bei den Lehrern. Aber nur um dir zu zeigen, dass es auf jeden Fall noch eine kürzere Variante gibt, als die, die wir schon kennengelernt haben. Also wir können ja mal jetzt irgendeinen zufälligen Vektor hernehmen. Also zum Beispiel A ist, ich weiß nicht, 10 mal dem Einheitsvektor in x-Richtung plus, 7 in die y-Richtung. Dann kannst du das Ganze auch einfach schreiben, indem du eine runde Klammer machst und dann erst den x-Wert hinschreibst und dann den y-Wert hinschreibst. Also 7 und dann die Klammer wieder zu. Oder manchmal sieht man es auch mit eckigen Klammern, also vielleicht so hier, wobei ich das nicht empfehlen würde, da kann es auf jeden Fall zu Verwechslungen kommen. Aber die Schreibweise hier, die sieht man durchaus mal häufiger. Wichtig ist, dass du das jetzt nicht verwechselst, das ist keine Punktkoordinate in irgendeinem Koordinatensystem, sondern es ist und bleibt auf jeden Fall ein Vektor. Also wir können noch das A davor schreiben, dann ist es offensichtlicher, der dir nur die beiden Werte angibt für die jeweilige Komponente in X- und in Y-Richtung. Es ist nicht einfach nur irgendein Punkt in irgendeinem Koordinatensystem. Aber wenn wir das hier benutzen, ist das natürlich nochmal wesentlich kürzer als das hier oben. Und um dir zu zeigen, dass das die Sache auch noch übersichtlicher macht, will ich mal noch ein kleines Beispiel mit dir durchrechnen. Wir wollen ja auch generell mit den Einheitsvektoren noch ein bisschen vertrauter werden, dass uns das wirklich so ins Herzblut übergeht, dass wir da auch keine Fehler machen. Also ich habe noch ein kleines Beispiel vorbereitet, hier unten. Wir können ja schon, ich sag mal, Beispiele für Geschosse haben wir ja schon ziemlich viele durchgerechnet. Deswegen denke ich, kommt uns das hier ganz gelegen, damit wir nicht noch groß erklären müssen oder nicht noch groß überlegen müssen, was wir eigentlich machen müssen, sondern eigentlich nur noch hinschreiben und dann gucken können, ob uns die Einheitsvektoren dabei wirklich helfen. Also folgende Aufgabe: Wir haben einen Ball, den wir in 1 Meter Höhe wegwerfen, mit einem Winkel von 30 Grad und einer Geschwindigkeit von 36 Metern pro Sekunde. Und just in dem Moment, als wir den Ball losgelassen haben, kommt noch ein Windstoß und gibt nochmal 2 Meter pro Sekunde obendrauf. 2 Meter pro Sekunde. Der Einfachheit halber sagen wir es mal nicht. Also wir rechnen jetzt nicht extra die Beschleunigung aus und gucken dann, wie viel von der Beschleunigung eigentlich wirklich in Geschwindigkeit an den Ball übergeht, sondern wir sagen einfach, er wird in x-Richtung, ist er nochmal 2 Meter pro Sekunde schneller durch diesen Windstoß. Und was wir schaffen wollen ist, eine Mauer zu überbrücken, die 12 Meter hoch ist und in 100 Metern Entfernung steht. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Also wir kennen ja schon die Formel, die wir uns hergeleitet haben, für den Ortsvektor in Abhängigkeit von der Zeit. Sah ja folgendermaßen aus. Wir nehmen den Vektor vom Anfangsort sozusagen plus den Vektor der Anfangsgeschwindigkeit mal die Zeit plus 1/2 mal die Beschleunigung mal den Beschleunigungsvektor, entschuldige, mal t zum Quadrat. So, jetzt können wir uns das Ganze einfach mal aufbrechen in die einzelnen Komponenten der ganzen Vektoren und uns das nochmal extra hinschreiben. Und dann wird das, glaube ich, schon klarer. Also, wenn wir jetzt mal uns den Anfangsvektor angucken für den Ort. SA. Welche x-Komponente hat denn der Anfangsvektor? Wenn wir von hier aus 100 Meter gemessen haben, dann würde ich behaupten, ist das hier ja 0. Also, die x-Komponente ist 0. Und die y-Komponente, haben wir ja gesagt, wir werfen in einem Meter erst los. Ein Meter, wenn hier der Nullpunkt ist sozusagen, dann sind wir ja in die positive y-Richtung gegangen, also ist die y-Komponente 1. Weiter geht's mit dem Geschwindigkeitsvektor. Für den Geschwindigkeitsvektor, schreibt mal hier hin, VA, haben wir ja bisher nur den Vektor hier. Das heißt, wir müssen, das kennen wir ja nun schon, müssen das Ganze einfach nur aufbrechen in seine x- und y-Komponente. Ich denke mal, das kannst du jetzt ja auch schon im Schlaf. Also x und y. Die y-Komponente berechnet sich aus Hypotenuse mal Sinus von 30 Grad. Sinus von 30 Grad. Und die x-Komponente berechnet sich aus 36 mal Cosinus von 30 Grad. Und nicht vergessen, wir haben ja gesagt, in x-Richtung sind wir nochmal 2 Meter pro Sekunde schneller. Also rechnen wir nochmal plus 2 drauf. Also wie groß ist es denn insgesamt? Wir sehen ja schon, die y-Komponente wird wieder ziemlich leicht. Die ist einfach nur 36 mal 1/2, Sinus von 30 Grad ist 1/2, also sind das einfach nur 18.
Und die X-Komponente, da müssen wir mal den Taschenrechner fragen. Also wir haben 2 plus, Klammern auf, 36 mal und dann dem Cosinus von, ja, wir können es auch anders machen. Machen wir es anders. Nochmal löschen. Also 2 plus Cosinus von 30 Grad kennen wir ja schon. Cosinus von 30 Grad ist Wurzel 3 halbe. Also können wir auch einfach rechnen 18 mal, 18 mal Wurzel 3. Also 2 plus und dann in Klammern 18 mal die Quadratwurzel aus 3. Klammern zu, ist gleich 33,17. Ich würde sagen, wir rechnen nur mit ganzen Zahlen, das macht die Sache ein bisschen übersichtlicher. Also runden wir einfach auf, in dem Fall ab, auf 33. Auf 33. Und dann haben wir noch unseren Beschleunigungsvektor. Der wird auch einfach, wenn wir davon ausgehen, wie immer eigentlich, dass wir keinen Luftwiderstand haben, dann gibt es ja in die x-Richtung nichts, was uns bremst oder was uns beschleunigt. Also ist unsere x-Komponente der Beschleunigung 0. Und die y-Komponente, da gibt es ja durchaus eine. Und zwar wird der Ball ja durch die Gravitation angezogen von der Erde. Und wir wollen ja nur mit ganzen Zahlen rechnen, also runden wir die minus 9,8 mal ab auf minus 10 und haben dann den Vektor auch fertig. Und jetzt können wir das Ganze hier oben ja nochmal extra hinschreiben oder nochmal neu hinschreiben mit den jeweiligen neuen Schreibweisen. Also unsere Funktion des Orts in Abhängigkeit von der Zeit, das ist ein t, kein Plus, ist gleich unser Anfangsortsvektor, also 0,1. Plus unserem Geschwindigkeitsvektor, der war 33 und 18. Und das Ganze natürlich noch mal t plus. Und dann haben wir unseren, ich ziehe mal den Vektor nach vorne erstmal, also erstmal schreiben wir den Beschleunigungsvektor hin, plus 0 und minus 10. Und das Ganze rechnen wir mal 1/2 und mal t Quadrat. 1/2 und t Quadrat. So, das sieht ja schon mal relativ gut aus. Aber die ganze Sache wird ja noch leichter. Wir können einfach die t's jetzt zum Beispiel in die Klammern reinziehen. Also, wir haben ja hier nichts weiter stehen, also bleibt das so, wie es ist. 0 und 1 plus. Und hier können wir jetzt das t mal 33 rechnen und das t mal 18 rechnen. Also haben wir dann 33t und hier haben wir noch 18t. 18t. Plus, und das gleiche können wir natürlich hier hinten auch machen. Und die 1/2 können wir auch noch mit reinnehmen. Das spielt natürlich bei der 0 keine Rolle. 0 mal 1/2 ist 0 und dann 0 mal t Quadrat ist natürlich auch 0. Und hier haben wir dann minus 10 mal 1/2 ist minus 5 und dann natürlich noch t Quadrat. Und was wir bereits über Vektoren wissen, ist ja, wenn wir sie alle addieren, und das machen wir hier ja, wir addieren ja einfach nur Vektoren aufeinander, dann können wir auch einfach die ganzen x-Komponenten addieren und danach einfach alle y-Komponenten addieren. Das macht die Sache jetzt natürlich wirklich einfach. Dann wissen wir nämlich, dass unsere Funktion in Abhängigkeit von der Zeit folgendermaßen aussieht. Die x-Komponente davon ist einfach nur 33t, weil 0 plus 33t plus 0 ist einfach nur 33 mal t. Und die y-Komponente, die ist immer noch ein bisschen ausführlicher. Wir können ja nicht 1 plus 18t rechnen, sondern das müssen wir natürlich extra aufschreiben. Also 1 plus 18 mal t, 18t plus, na, kommt natürlich ein Minus hin. Minus 5t Quadrat. Minus 5t Quadrat. Und ich denke, jetzt ist es auf jeden Fall ziemlich einfach, auf unsere Lösung zu kommen. Wir wissen ja schon, dass unsere x-Komponente von unserem Ortsvektor zum Schluss genau 100 Meter ist, weil wir wollen ja hier in 100 Metern, wollen wir ja die 12 Meter hier oben überwinden. Also gucken wir uns, also setzen wir einfach die x-Komponente, die wir schon ausgerechnet haben, gerade hier unten mit 33t, können wir einfach mit 100 Metern gleichsetzen. Also, ich schreibe das mal hier drüben hin. Also wissen wir, dass 100 Meter genauso groß sein muss wie 33t. 33t, und dann können wir ja einfach durch 33 teilen. Aber ich nehme mal die Einheit weg, sonst ist das vielleicht verwirrend, weil wir die Einheiten hier oben auch überall weggelassen haben, weil sonst hast du ja gerade gesehen, sonst würde jetzt hier für die Zeit eine Einheit rauskommen, die mit Metern zu tun hat, was natürlich nicht ganz richtig sein kann. Also, wenn wir jetzt durch 33 teilen und dann abrunden, kommt natürlich raus, dass t exakt 3 Sekunden ist. Und wenn wir t 3 Sekunden haben, dann können wir uns ja ausrechnen, was hier für unsere Y-Komponente rauskommt. Wir wollen dann eigentlich nur wissen, ob unser Ball hier oben über die 12 Meter rüberkommt. Mehr wollen wir ja gar nicht. Also fragen wir nochmal unseren Taschenrechner. Was ist denn?
Also t Quadrat ist ja 3, also 3 ist t und t Quadrat ist dann 9. Haben wir minus 45, minus 45 plus 18 mal 3, plus 18 mal 3 und dann hinten noch 1 drauf, plus 1 ist gleich 10 Meter. Also, da unsere Mauer ja 12 Meter hoch ist, haben wir es leider nicht ganz geschafft. Wir würden also wahrscheinlich, das ist natürlich alles jetzt hier nicht maßstabsgetreu gezeichnet, aber wir würden wahrscheinlich einfach nur hier gegenschlagen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ich hoffe, du bist jetzt nicht traurig, dass wir die Mauer nicht überwunden haben. Viel wichtiger war ja zu sehen, dass diese Einheitsvektorenschreibweise, vor allem wenn man diese Klammern ne nehmen kann, also ich hoffe, dein Leger hat da keine Probleme mit, dann ist es auf jeden Fall ziemlich praktisch, weil alles sehr übersichtlich ist und man ziemlich leicht hier unten den Vektor aus oder die Funktion ausdrücken kann, auch in Abhängigkeit von anderen Variablen natürlich, weil die sich dann einfach nur auf die Komponenten halt so auswirken, wie du es hier in die Klammern reinschreibst. Also ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verwirrt. Wie gesagt, vielleicht mag dein Leger diese Schreibweise auch nicht, dann fällt es natürlich komplett weg, aber ich finde es auf jeden Fall ziemlich praktisch.